Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Trio of Towns. Quatsch. Andersrum. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Story of Seasons, Trio of Towns, so rum. So, wir wollen uns hier die neue Stadt angucken. Yay! Ich freue mich nämlich schon mega drauf, auch auf die Sachen, die wir hier vielleicht... Ah, hier könnte ich meine Gießkanne auffüllen. Mache ich das doch direkt mal. So, habe ich das auch schon gemacht für morgen. Und wir müssen natürlich auch alle begrüßen, damit wir sie auch alle schon einmal kennengelernt haben. Aber vor allem will ich ja gucken, ob man hier irgendwas sammeln kann. Bambus! Und Aprikosen. Ja, cool. Bambus können wir sammeln. Und hier Pinienast. Oh, vielleicht ist das was für Ludus. Oh, hallo, hallo, du musst Shiva sein. Als ich gehört habe, dass ein junger Faber hier hinzieht, dachte ich eher an einen großen, kräftigen Kerl, nicht an ein Fräulein wie dich. Also, du bist im gleichen Alter wie mein Enkel, oh. Ach ja, ich muss mich vorstellen, ich heiße Umekichi. Ich bin auch Farmer. Wenn du irgendwelche Fragen über Landwirtschaft hast, frag mich einfach. Ich mache das schon seit langer Zeit. Alles klar. Vielleicht mag Ludus ja einen Pinienast oder Bambus. Das wäre natürlich cool. Dann hätte ich jetzt noch was anderes für ihn. Oh, ich räume mal das Unkraut weg. So, hier ist doch gerade noch jemand rumgerannt, oder nicht? Hm. Anscheinend niemand Wichtiges. Naja, dann gehen wir noch hier jemanden begrüßen. Doch, die ist hier rumgerannt. Sieh an, wer bist denn du? Ach, dein Name ist Shiva. Ich bin Umio. Schön, eine so charmante junge Dame wie dich kennenzulernen. Ich freue mich darauf, dich bald wiederzusehen. Ja, ich freue mich auch, Umio. Umio, was ein niedlicher Name. Ach, Mensch. So, er rennt hier rum. Dann gehe ich jetzt mal hier hin. Ah, hier stehen auch viele Leute. Ach so, okay, das hier ist ja... Hä? Du hast das Paket zurückgebracht. Diese Teilzeitjobs haben wir heute im Angebot. Welches Paket habe ich zurückgebracht? Huh. Okay, also es gibt auf jeden Fall jetzt ganz viele noch mehr Aufgaben, die wir machen können. Aber welches Paket habe ich denn zurückgebracht? Hallo, du musst Shiva sein, die neue Farmerin, die die Straße hoch eingezogen ist. Ich habe schon viel über dich gehört. Zum ersten Mal ganz allein zu wohnen ist ziemlich beängstigend, nicht wahr? Wenn du jemals Hilfe brauchst, helfe ich dir sehr gerne. Du musst mir nur Bescheid sagen. Und wer bist du? Hey, du bist die neue Farmerin. Ich bin Itetsu. Ich arbeite bei Ramans. Schön, dich kennenzulernen. Hallo, Itetsu. So, hier haben wir noch mehr, was wir einpacken können. Noch mehr Aprikose, noch mehr Pinienäste, Hortensien. Da ist niemand drin. Hier rennen noch welche rum. Hallo, wer bist du? Ich bin Yaichi oder Yaichi. Tatsumi ist mein Bruder. Wir sind immer zusammen. Schön, dich kennenzulernen. Hallo, die Dame. Ich habe dich noch nie hier gesehen. Ich glaube, meine Mutter hat gesagt, dass eine neue Farmerin hier hingezogen ist. Bist du das? Wenn ich an Farmer denke, denke ich eher an einen großen, kräftigen, älteren Typen. Ich hätte keine hübsche Dame wie dich erwartet. Ich bin Tatsumi, mein kleiner Bruder heißt Yaichi. Ich weiß nicht viel über Landwirtschaft, aber ich hoffe, wir können trotzdem Freunde sein. Schön, dich kennenzulernen. Okay. Okay, das sind normale Leute, die hier rumrennen. Hier geht's bestimmt auch noch. Ach so, das ist eine Abkürzung nach Lulukoko. Das ist ja schön. Das heißt, wir können jetzt einmal im Kreis rennen, sozusagen. Hier ist noch ein kleiner Schrein. Huch. Hier komme ich nicht durch. Die Läden haben natürlich auch schon alle zu, weil wir einfach zu spät sind. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ah. Hier gibt's alles. Wie er schon sagte, hier gibt es alles. Hallo. Wo ist denn dein Sohn?
Den würde ich auch ganz gerne nochmal begrüßen. Oh, hier geht's noch weiter. Es geht noch weiter hier. Oh Mann. Das ist ja so viel. Unterkunft. Eine Unterkunft. Okay. Vielleicht ist da irgendwann jemand drin oder so. In dieser Unterkunft. Vielleicht ist das ja auch die Unterkunft von... Ach, das war ja gar nicht sein Sohn, ne? Das war ja ein Angestellter. Wo ist der denn? Haben wir sie schon? Oh, hallo, die Dame. Du bist also Shiva, die Farmerin, die neu hingezogen ist. Schön, dich kennenzulernen. Ich heiße Sumomo. Ich habe die große Ehre, bei Ramans zu arbeiten. Wie so klein und schon am Arbeiten. Das hier ist irgendwie abgesperrt, dieser Bereich. Wahrscheinlich kommt da noch irgendwann was hin. So, und hier können wir jetzt wahrscheinlich zu Westtown. Genau. Ja, das ist cool. Da haben sich ein paar Wege eröffnet. So, und hier sind die anderen beiden. Aber wo ist denn Hinata? Hinata, wo bist du? Der ist irgendwie verschwunden. So, okay. Also hier ist auch kein Hinata. Keine Ahnung, wo der ist. Das müssen wir noch herausfinden, wo der hin ist. Ach, das kriegen wir schon noch raus. Irgendwann, wenn wir den Tagesablauf herausgefunden haben von ihm, dann finden wir auch heraus, wo er ist. Oder ist er hier unten mit drin? Also irgendwo muss er ja sein, ne? Also die haben wir alle angesprochen, glaube ich. Genau. Eine kleine Familie. Aber Hinata ist gar nicht da. Wo wohnt er denn? Also da wohnen die beiden. Eigentlich müsste doch Hinata hier irgendwo wohnen. Aber hier scheint er echt nicht zu wohnen. Fragezeichen. Ja, das scheint noch nicht auf zu sein da. Deswegen ist da auch ein Fragezeichen. Und Hinata ist weg. Vom Erdboden verschluckt. Nein, da oben ist jemand drin jetzt. Ist das Hinata? Moment, gehe ich nochmal gucken. Da gehe ich doch nochmal gucken. Wenn wir das herausgefunden haben, dann wissen wir wenigstens immer, wo er ist. Unterkunft. Nee, das ist die Kleine. Das ist die kleine Sumomo. Hinata ist nicht da. Na, das wird ja lustig, den zu finden. Wahrscheinlich ist er immer nur da, wenn er gerade da seine Arbeiten macht. Naja, gut. Dann gehen wir jetzt erstmal zurück, denke ich. Beziehungsweise nochmal eben nach Westtown. Wir müssen dann nämlich den anderen noch die Geschenke geben. Ich hoffe, das geht noch. Und dann gehen wir ins Bett. Dann wird's Zeit. Hey, Wayne. Habe ich dir schon was geschenkt? Ah, ihm habe ich schon was geschenkt. Okay, aber Ford noch nicht. Hoffentlich ist er noch wach. Oh, bitte sei noch wach. Ja, er ist noch wach. So, Moment. Einmal Minze. So, perfekt. Okay, dann gehe ich jetzt auch mal schnell ins Bett. Ich weiß, wir haben jetzt heute nicht so viel gemacht, außer uns halt die neue Stadt angesehen, aber hey, das ist doch immerhin schon mal besser als nichts. Und jetzt ist tatsächlich hier ein Weg offen in die neue Stadt. Das war nämlich vorher nicht. Das finde ich aber gut. So kann man das abkürzen mit den Städten. Dann brauchen wir nicht immer hier unten lang rennen. Finde ich gut. Und das mit dem Pinienast werde ich auch ausprobieren. Ob Ludos Pinienäste mag, aber ich denke mal schon. Wenn er Ahornäste mag, mag er auch Pinienäste. Und er mag halt keinen Joghurt. Das wissen wir ja schon mal.
So. Okay, dann ab ins Bettchen. Habe ich jemanden vergessen? Oh. Aha. Hinata hat am 11. Geburtstag. Müssen wir uns merken. Shiva, bist du wach? Tut mir so leid, dich so früh zu stören, meine Liebe. Aber ich habe gehört, dass du dein Haus renoviert und jetzt einen Schrank hast. Das bedeutet, dass du jetzt einen Platz hast, um deine Outfits zu verstauen. Aber ich wette, dort herrscht noch gähnende Leere, oder? Also dachte ich, ich komme vorbei und erkläre, wie man neue Outfits kreiert. Hast du ein paar Minuten Zeit? Großartig. Nun denn, würdest du mich zu Ramans Kleidungstresen begleiten? Ich bin sicher, dass du schon mal... Was? 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 Wieso geht das jetzt automatisch? Wieso war das auf einmal an? Du brauchst Stoff wie diesen. Das ist weißer Stoff, der aus Wolle hergestellt wurde. Hier, bitteschön, für dich. Betrachte es als Begrüßungsgeschenk. Ach Mann, wie gemein. Wieso war denn auf einmal dieses Autoding an? Normalerweise wird man doch immer gefragt, ob man das anmachen möchte. Schon mit so wenig sollte es dir möglich sein, ein paar einfache Arbeitsoutfits herzustellen. Wenn es dir zu langweilig wird, dieselben alten Sachen zu tragen, versuch dich mal darin, etwas Neues zu kreieren. Oh, und denk daran, dass nicht nur Rahmans Schneiderarbeiten macht. Sowohl Westtowns Gemischtwarenladen als auch Lulukos Alleskönner bieten ähnliche Dienstleistungen an. Nun, Shiva, wenn du von jetzt an Stoff für dich selbst herstellst, solltest du ein paar Dinge wissen. Lass es mich dir Schritt für Schritt erklären. Erstens, hast du Schafe? Ich habe gehört, seit kurzem hat Westtowns Tierhandlung welche im Angebot. Wenn du erstmal ein Schaf hast, kannst du es regelmäßig scheren, um Wolle zu bekommen. Wenn du die Wolle hast, platziere sie und bestimmte Blumen oder Erze mit der gewünschten Farbe in eine Textilfabrik und dann kommt ein ballengefärbter Stoff heraus. Aber sei gewarnt, meine Liebe, selbst wenn du die Wolle hast, ohne Textilfabrik kannst du keinerlei Stoff weben. Ich glaube, der Alleskönner in Luluko verkauft sie. Und wenn deine Bindung zu Westtown enger wird, könnten sie dort damit anfangen, Stoff in ihren Läden zu verkaufen. Na, weißt du jetzt besser Bescheid, wie man Stoff herstellt? Ja. Wundervoll. Nun denn, es gibt da nur noch einen weiteren Schritt. Wenn du einen Auftrag für die Anfertigung eines Outfits erteilst, wird es normalerweise am nächsten Werktag fertiggestellt. Schau dann einfach in deinen Kleiderschrank, dort wirst du deine Bestellung finden. Na schön, das ist alles. Ich hoffe wirklich, dass ich dich hier wiedersehe. Ja gut, also immerhin etwas Neues gelernt. Fantastisch, ich kann jetzt Leistungen von Schneidereien nutzen. Ich habe das Gefühl, dass ich bald eine Menge neue verschiedene Outfits kreieren kann. Naja, mal gucken. Friseur hinzugefügt. Echt, ist er jetzt auch da? Oder kommt er dann morgen? Theatralisch, ab jetzt auch Rezepte. Huhu, Köder gefällig. Wir haben jetzt geöffnet. Charaku. Ab heute hat der Friseur Charaku offiziell geöffnet. Yay! Neues Gericht, neue Produkte in Ramans. Okay, gut. Das Übliche halt, ne? So, ich muss mal eben hier meine Tomaten gießen. Verprasseln wir erstmal wieder so viel, mega viel Zeit mit dem Gießen hier. Aber naja, so ist das halt. Ich muss dann echt nochmal in die neue Stadt und muss da mal gucken. Was haben wir denn heute eigentlich? Wir haben Montag, ne? Wir könnten heute das zweite Event von Ludus machen. Was müssen wir dafür tun? Ich glaube, zwischen 12 und 14 Uhr müssten wir nach. Von Süd nach Nord-Luluko laufen, genau. Und wir müssen vorher schon einmal mit Tigre, Schalk und Alma gesprochen haben.
Okay, das heißt, das werde ich dann als erstes machen, dass wir das Event machen können. Meine Gießkanne ist leer. Nein. So. Ist euch übrigens aufgefallen, dass es mich weniger Herzen kostet, wenn ich hier am Gießen bin? Das liegt daran, dass ich die Gießkanne, das Gewicht oder wie das heißt, schon verbessert habe einmal. Das heißt, sie ist ein bisschen, es ist jetzt ein bisschen leichter hier zu gießen, glaube ich. Als nächstes wollte ich dann die Leistung verbessern, aber dafür fehlte mir noch Eisen und so. Aber ich habe ja Eisen gefunden, also könnte ich das jetzt wahrscheinlich sogar machen. Aber wir müssen dann auch endlich mal zusehen, dass wir einen Stall bauen können. Also einen großen Stall, damit wir dann ein Schaf haben. So, perfekt. Das haben wir geschafft. Dann jetzt hier nach dem Huhn gucken. Ich wollte gerade sagen, hey, wo ist mein Ei-Nugget? Nugget sieht glücklich aus. So. Ja, ich weiß, ich kann nicht melken. So, jetzt muss ich erstmal überlegen, wer war denn nochmal Schalk und Alma und Tigre? Ich glaube, Alma war auf jeden Fall eins der Kinder. Und dann wird wahrscheinlich Schalk oder Tigre auch eins der Kinder sein. Oh, meine Tomaten sind schon fertig. Yeah! Her mit den Tomaten! So. Ja, das kann ich gleich auch noch einsammeln. Obwohl, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Dann kann ich noch ein bisschen einsammeln. Ein bisschen kann ich noch sammeln. Den Stein will ich auch endlich mal wegmachen. Und die restlichen Bäume muss ich auch mal fällen hier. Aber man kommt ja irgendwann zu nichts mehr. Ich freue mich schon auf den Herbst. Ich hoffe, dass es dann öfters mal regnet. So, wir gehen jetzt erstmal zu Lulukoko oder so. Genau. Damit ich die Leute finden kann, die ich anquatschen muss. Für das nächste Event. Und da müssen wir mal gucken. Dann müssen wir mal gucken. Ich glaube, dann müssten wir. Ja, okay, dann könnten wir mit Hinata weitermachen, ne? Und dann halt später mit Ford. Du bist Zahau, ne? Ja. Du bist also nicht den, den ich brauche. Du bist Schalk. Okay, dich habe ich jetzt schon mal angequatscht. Du bist Alma. Aber wer ist denn Tigre? Ich glaube, ich habe noch nie jemanden namens Tigre angequatscht, oder? Tigre. Ich glaube, zur Not müsste ich mal auf meine Farm und da mal gucken, ob es jemanden gibt mit dem Namen. Weil ich kenne niemanden mit dem Namen Tigre. Vielleicht haben die sich ja auch da vertan oder so in dieser Liste. Und haben vielleicht den englischen Namen reingeschrieben? Keine Ahnung, vielleicht ist das ja so. Manchmal ist das ja so bei Spielen, dann haben die in der deutschen Übersetzung einen anderen Namen als im englischen. Ich spreche einfach mal Zahau an. Schalk, Alma, Kaolila. Jetzt haben wir schon 10:28 Uhr. Ich gehe mal schnell gucken in meinem Bericht. Das sind halt hier alles normale Leute, ne? Die haben gerade die Läden zugemacht. Wer zum Henker ist Tigre? Es gibt keinen Tigre hier. Ich habe noch nie einen Tigre gesehen. Schnell gucken in meinen Bericht. So, Bewohner. Einwohner. Wayne, Ford, Lisette, Marco, Brad, Carrie, Megan, Hector, Colin. Okay. Da haben wir Hinata, Kumari, okay, Sumomo,
Tatsumi, Ludus, Iluka, Sahau, Alma. Oh, es gibt keinen Tigre. Okay, dann will ich einfach mal hoffen, dass das so funktioniert. Wer zum Henker ist Tigre? Da müssen die sich echt vertan haben. Wer weiß, wen sie eigentlich gemeint haben. Aber ich habe ja einfach mal alle angequatscht. Also vielleicht klappt es ja trotzdem. So, was muss ich machen? Ach so, von Süd nach Nord. Das hier ist hoffentlich Süd, oder? Ist das Süd? Aber ich glaube, das ist Süd, ne? Das heißt, eigentlich muss ich nur im richtigen Augenblick... Genau, das ist Nord. Ich quatsch mal noch hier die beiden an. Nur zur Sicherheit. So, jetzt habe ich wirklich alle, die hier in dem Dorf leben, angequatscht. Vielleicht meinen die ja wirklich Zahau damit. Aber wir werden es ja sehen. Entweder passiert dann jetzt gleich irgendwas oder eben nicht. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Oder ist Tigre vielleicht der Typ, der hier immer die Teilzeitjobs hat? Nee. Huala heißt der. Okay. Naja, dann warten wir einfach mal und gucken mal, ob irgendwas passiert, wenn ich jetzt gleich um 12 Uhr oder lang düse. Vielleicht heißt ja wirklich irgendeiner im Englischen anders. Das könnte echt sein. So, wir haben 12.05 Uhr. Jetzt mal gucken. Wir haben Montag. Schönes Wetter. Es passiert nichts. Okay. Es passiert nichts. Dabei hat er doch die lila Blume. Vielleicht hätte ich ja auch Ludus vorher noch anquatschen müssen. Ich weiß halt nicht, wer Tigre ist. Es gibt hier keinen Tigre. Sehr merkwürdig. Nö, passiert nichts. Na gut, meine Lieben, dann würde ich sagen, ich mache an der Stelle erstmal einen Cut, denn die Partzeit ist sowieso schon lange rum. Wir sehen uns dann in einem neuen Part bald wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!